Shalvea kocht. Heute Tzatziki. Das Rezept habe ich von meiner Mutter und das ist super einfach. Pro Gurke 250 Gramm Quark, 3 Knoblauchzehen und etwas Salz. Zuerst reiben wir die Gurken. Relativ grob, ich mag das ziemlich gern. Dann kommt das anständig Salz drüber und es wird über Nacht ziehen gelassen am besten. Ich mache das wirklich immer so 8 Stunden. Wenn das gemacht ist, wird das Knoblauch gepresst oder gehackt. Dann kommt der Sahnequark dazu oder griechischer Joghurt. Ich mache gerne den vollen Sahnequark, 40% Fett. 3 Esslöffel Olivenöl pro Gurke. Dann pressen wir das Wasser aus der Gurke, so, und tun es in die Quarkmischung. Und das so lange, bis die Schüssel leer ist. Ich finde, es geht besser von Hand. Durch ein Sieb finde ich nicht so einfach. Das wird vermengt und dann wieder 8 Stunden ziehen gelassen. Das war's schon. Wenn's fertig ist, nochmal umrühren. Guten Appetit!